Joachim Löw hat mit einer sehr, sehr defensiven, sehr passiven finnischen Mannschaft gerechnet. Und die Finnen ahnten. Markus Häkkinen. Ganz gut rein. Beruhigt das Spiel und dann. Jonas Kolka soll bitte. Und er ist sehr, sehr frei. Und eigentlich. Aber es ist natürlich auch so, dass eine dritte Möglichkeit zur finnischen Führung, 33. Minute. Und Klose vollendet, was Trochowski vorbereitet. Eine besondere Freude für den Turm. Also hier ist Musik drin, 2:2. Und die Nachspielzeit der ersten Hälfte läuft. Hatte sich zu seiner Premiere einen druckvollen Beginn gewünscht und hat ihn bekommen von den Hansi Flick, was überwiegt? Die Freude darüber, dass Miroslav Klose zweimal getroffen hat oder der Ärger, dass es zwei völlig unnötige Gegentore gegeben hat? Ist halt Fußball. Aber wir denken, wir haben ein gutes Spiel gezeigt und Gegentore fallen einfach mal aus Fehlern. Und wir werden versuchen, jetzt den zweiten Halbzeit besser zu machen, damit wir, wenn wir ein Tor machen, auch mit dem Sieg nach Hause fahren. Sieg nach Hause fahren, Miroslav Klose, ein großes Lächeln im Gesicht in der Kabine? Ja, ich meine, das ist nach der ersten Riesenchance, die er hatte, der Kopfball, der daneben ging, natürlich zurückgekommen, zwei Tore gemacht, für uns sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank. Sieg gab es hier 99. Da war er noch nicht Bundestrainer. Mit 2:1 durch zwei Treffer. Hau doch mal den Ball weg, sagt der Bundestrainer. Ein Problembereich, der so völlig unerwartet kam. Überschaubar, diese Abschlussaktion. Jetzt reagieren. Und es kommt auch ein Wechsel. Hansi Flick deutet es an. Wen winken? Joachim Löw wusste das noch gar nicht. Gestern. Da haben wir Helmes mit der Nummer 13. Gegen Licht. Ich fasse es nicht. Was für ein verrücktes Fußballspiel. Atemberaubender Abend. Super Match, haben Sie ablesen können an den Lippen von Joachim Löw im Gespräch mit Stuart Baxter, dem